Warum bist du nicht bei deinen Freunden? Warum warnst du die sie nicht selber? Sie nimmt eine abwehrende Haltung ein. Ich war in der Reihe mit der Fernpatrouille. Ich habe die Reißzähne auf meinem Weg zurück ins Lager gesehen. Ich wusste, wenn ich zurück zu den anderen gehe, würde ich Gefahr laufen, den Feind geradewegs zur Expedition zu führen. Ich kenne die Welt und ich kann mich lautlos bewegen, aber ich wollte das Leben meiner Freundin nicht an meine Fähigkeit knüpfen, an erfahrenen Jägern wie den Reißzähnen vorbeizuschleichen. Wenn sie nicht bei bemerkt hätten, wie ich meine Freunde warnen will, wären wir überrannt worden. Zinwelf neigt den Kopf zur Seite und zeigt grinsend auf dich. Aber wenn sie mich und etwas Verstärkung bemerken, beispielsweise dich, nun dann können wir sie zumindest verjagen oder ihnen einen guten Kampf bieten. Was haben deine Freunde getan, um die Aufmerksamkeit der Reißzähne auf sich zu ziehen? Allein einen Fuß nach der Klammfahrt zu setzen, reicht schon aus, um die Stämme zu beleidigen. Ich weiß nicht, wie sie sich an und wie sie uns auf die Schliche gekommen sind. Vermutlich hat einer unserer unerfahrenen Späher seine Spur nicht gut genug verwischt. Als ich die Reißzähne sah, folgten sie gerade einem Weg, den die Expedition einige Tage zuvor genommen hatte. Erzähl mir von deiner Expedition. Ich sage gerne, wir sind auf Wiederbeschaffungsmission. Zinvent lächelt gewitzt. Unsere Armeen sollen bei ihrem hastigen Rückzug aus der Glamfahrt am Ende des Kriegs der Schwarzen Bäume viele Wertgegenstände zurückgelassen haben. Wir sammeln also nur wieder auf, was unsere Vorfahren hier vergessen haben, wobei ich bezweifle, dass die Glamfantane das ebenso sehen, fügt sie grinsend hinzu. Meine Expedition ist aus Trutzbucht nach Osten aufgebrochen in Richtung der Glafantaischen Lande. Ich bin allein weitergezogen, als wir den Beel erreichten, die natürliche Grenze zwischen unseren Ländern. Ich soll die Glafantaner beobachten, während die anderen das Zielgebiet auskundschaften. Wir konnten den Glafantanern tagelang aus dem Weg gehen. Sie spaziert mit ihren Fingern über die Rückseite ihres Lederhandschuhs. Eine Spur bleibt auf der staubigen Oberfläche zurück. Aber die Reißzähne haben unsere Aufmerksamkeit bemerkt. Deine Freunde sind hier eingedrungen. Nach örtlicher Tradition sind sie Verbrecher. Sinwef runzelt die Stirn und blinzt dich mehrmals an. Du verzeihst gewiss, wenn ich kein Mitgefühl für Gesichtsbemalte und ihre barbarischen Gesetze habe. Ich gebe nicht vor, dass es edel ist, was wir tun. Ich glaube aber auch nicht, dass es ein Verbrechen ist, dass der Todesstrafe würdig ist. Okay, ich helfe dir, die Expedition zu warnen. Sinwef lächelt, wobei ihre vielen Grübchen sichtbar werden. Hervorragend, ich wusste, ich kann auf dich zählen. Sie beugt sich zu dir und flüstert dir zu. Wenn die Reißzähne sie nicht schon haben, sollten meine Freunde jetzt beim Pilgerpfad in der Nordlandschaft sein. Sie hatten vor, ihr Lager an einem Weg aufzuschlagen, der zu einem Hyela-Tempel führt. Finde meine Kameraden, warne sie, dass die Reißzähne kommen und hilf ihnen aus dem Wald. Ich ziehe zuerst alleine los. Ich will versuchen, die Reißzähne in die Irre zu führen, um uns Zeit zu verschaffen. Sie zieht ihren Panzerbrecher ein paar Zentimeter aus seiner Schneide und grinst. Wenn die Götter auf uns herablächeln, müssen wir unsere Klingen nicht ziehen. Und wenn doch, bin ich froh, dich auf unserer Seite zu haben. Den Stämmen ausgeliefert ist hier die Schlacht auf dem Jenwaldfeld. Ach so, ja. Simwelf, eine Speerin aus dem Dürrwald, ist nach Zwillingsum gekommen, um Hilfe für ihre Freunde zu finden, die Teil einer Expedition zur Bergung verlorener Artefakte sind. Zwar wurde die Gruppe noch nicht direkt von den Glafantanen konfrontiert, doch Zinwelf hat während einer Patrouille bemerkt, dass die örtlichen Wachposten die Expedition bereits bemerkt haben. Zinwelf hat mich gebeten, ihre Söldnerkameraden vor der drohenden Gefahr zu warnen, während sie versucht, die Erkundung der glafantanischen Verfolger zu sabotieren. Zinwelf, eine Speerin aus dem Dürrwald, der sich beim himmlischen Bäumchen in Zwingsum begegnet bin, hat mich bege gebeten, ihrer Expedition vor einem bevorstehenden glafantanischen Hinterhalt zu warnen. Ich soll die Expedition in der Nordlandschaft finden, neben dem Pfad, der zum Hymiela-Tempel führt. So, hier ist nur Zeug, was wir klauen könnten. Die hat nichts zu sagen. Hier sind Vailianer. Dann müssten die Mönche dann hier oben sein, oder? Obermönch, Mönch, 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 ja. Welcome. Der Mönch reibt sich die Schläfen, das Gesicht in den vergraben. Als du dich näherst, blickt er auf. Dieses Zimmer braucht eine anständige Tür, murmelt er. Meine Brüder und ich haben es angemietet, damit wir etwas Privatsphäre in diesem fremden Land genießen können. Vielleicht kannst du dir ein anderes Zimmer im Gasthaus suchen.
Wer bist du? Der Mönch öffnet kurz den Mund, als wolle er antworten, verschluckt dann aber seine Worte. Er mustert dich von oben bis unten, überlegt sorgfältig. Meine Brüder und ich hatten eine private Unterredung in einem Zimmer, das wir angemietet haben. Bitte, die Taverne ist voll mit Gästen, die bestimmt gerne mit dir über Belanglosigkeiten plaudern. Was führt euren Orden hierher? Wir reisen dorthin, wohin die Lehre uns führt, murmelt der Mönch mit langsamer und bedächtiger Stimme. Nicht, dass es dich etwas angehen würde. Ich bin einem anderen Mönch begegnet, der dieselben Roben trug. Er starb in seinen Verletzungen nur kurz nachdem ich ihn fand. Die Augen des Mönchs weiten sich, er ballt die Fäuste so stark, dass seine Fingergelenke knacken. Roben wie wir, sagst du? Hat er etwas bei sich? Hat er dir etwas gesagt, das dir etwas gegeben? Bitte, wir warten hier auf einen Ordensbruder und wenn du ihn gefunden hast... Alle blicken zu Boden. Die Mönche beginnen im Chor Sprechgesänge zu rezitieren zu Ehren ihres gefallenen Freundes. Ihm den Brief zeigen. Er hat mir diesen Brief gegeben. Gib mir das, ruft der Mönch und er reißt dir den Brief. Fast augenblicklich errötet er. Ich meine, bitte, es ist äußerst wichtig. Der Mönch bricht die Siegel und rollt die handbeschriebene Schriftrolle aus. Er liest die Nachricht, seine Lippen bewegen sich lautlos dazu. Er wendet sich den übrigen Brüdern zu. Meine Brüder, der Erzmärtyrer sendet Nachricht. Wir haben endlich, was wir brauchen. Danke, Fremde, sagt der Mönch, faltet die Hände vor sich und verneigt sich tief. Deine Seele ist ehrlich, ich muss gestehen, ich war überrascht, als du mir die Nachricht überreichtest. Erwartete ich, dass das Siegel gebrochen sei. Der Mönch wird rot und lächelt zum ersten Mal. Es freut mich, dass es in dieser Welt noch Anstand gibt. Er greift in die Falten seiner Robe. Hier, deine Ehrlichkeit gehört belohnt. Erfahrung... Und Ayla Bakia. Oh, Trauerzirkel. Die Geheimgesellschaft, bekannt als der Trauerzirkel, entkam Alof mehrfach knapp. Sobald Alof ihren letzten Aufenthalt in Erfahrung gebracht hatte, zogen sie in die nächste Stadt weiter. Es stellte sich heraus, dass der Trauerzirkel ein umfangreiches Spionagewetzwerk besaß. Schließlich gelang es Alof, ein hochrangiges Mitglied der Gruppe gefangen zu nehmen. Die Frau war schnell bereit, Informationen über ihre Brüder und Schwestern preiszugeben. In einem Leichenhaus im Wegesend konfrontierte Alof und treue Soldaten der Mannheim-Familie die Anführer des Kultes und töteten die meisten von ihnen. Einige Mitglieder der Gruppe konnten zwar entkommen, doch die Gräfin von Helstor, Fria Mannheim, war überzeugt, dass ihre Macht im Dürrwald gebrochen war. Handschuhe der Trauer, klingt einfach was für die trauernde Mutter. Ach ja, das war das mit den wiederbelebten Leichen. Und dass da oben wir mal wieder nicht verschwinden. Oh, ein kleiner Schild. Spiegelung. Naja. Und ich dachte, dieser Bug wäre behoben, dass das Ding da oben nicht verschwindet. Gut, dann rasten wir jetzt mal. Ein Elfmann mittleren Alters steht hinter dem Tresen des Gasthauses. Er hat ein warmes, offenes Gesicht und lächelt freundlich zum Gruß. Willkommen, willkommen. Ich freue mich immer, neue Gesichter zu sehen. Setz dich, wo du möchtest, meine Freunde. Mir scheint, du bist einen weiten Weg gewandert. Hier ist jeder willkommen, besonders jene mit interessanten Geschichten. Wer bist du? Ich hasse das zu sagen, aber wir können es uns nicht leisten, auf der Stelle zu fahren. Diese Glafantan scheinen wegen irgendwas verärgert zu sein. Könnte gut sein, dass wir hier nicht alleine sind. Die Plünderer sind bewaffnet und zum Töten bereit und wahrscheinlich sind nicht wenige von ihnen da. Wir können uns nicht im Schlaf überraschen lassen. Eine schöne Art, seine Tage zu verbringen, wie ich finde. Ich freue mich immer, neue Gesichter zu sehen. Wenn ich frage, wer bist du, dann kommt das hier, okay. Erzähl mir etwas über dieses Gasthaus. Natürlich. Eliterios Gesicht hält sich auf. Ich habe das Gasthaus vor vielen Jahren gegründet, aber eigentlich beginnt seine Geschichte schon viel früher. Ich war gerade von einer langen Reise nach Süden zurückgekehrt, als ich das erste Mal die Geschichte von dem Baum hörte, auf dem dieses Gasthaus ruht. Vor hunderten von Jahren gescheit was Seltsames. Der Himmel war an jenem Abend in Aufruhr. Unzählige Sternstuben waren zu sehen und einer dieser Sterne fiel in Richtung Kiora.
Er landete hier, er traf einen jungen Baum und vergrub sich in ihm wie ein feuriges Herz. Aber der Baum überlebte und mit den Jahren wuchs er und wuchs doppelt so hoch wie seine Nachbarn in derselben Zeit, bis er so groß wurde, wie er jetzt ist und aufhörte zu wachsen. Als ich die Geschichte hörte, wusste ich, dass ich die Wahrheit herausfinden musste und du siehst sie hier. Er deutet auf den großen Stein in der Mitte des Raumes. Um das Herz des Baumes herum baute ich dieses Gasthaus und alle Reisende zu begrüßen, die ihn ansehen möchten. Kala blickt auf den Stein und grinst. Eine schöne Geschichte. Ich werde sie mit nach Hause nehmen. Ich freue mich immer, neue Gesichter zu sehen. Ja. Zeig mal, was du zu verkaufen hast. Natürlich, wir haben ein warmes Essen und einige Vorräte. Sieh dich um. Geisterspirale ist für die Hände. Nahkampfschadensbonus. Talent betrügerisches Geflüster. Dreimal pro Ruhephase. Na, brauchen wir nicht unbedingt. Rastvorräte brauchen wir auch keine. Bauernaufstrich. Duck Rinderbraten. Rautei Süßpastete. Bier Kakao. Charakter neu ausbilden? Nö. Gruppenverwaltung? Nö. Rasten. Entschlossenheit über... Oh ja, Himmelssuit. Zwei Macht, zwei Verfassung, zwei Entschlossenheit. Da rasten wir doch gerne. Gab vor der Punkenbund ein riesiger Säufer, sie die Festung spaziert und bat um Hilfe. Bei der Bezahlung seiner angehäuften Schulden. Okay. Ja, dafür haben wir etwas Zeit. Ich müsste nur gucken, wie weit die Reisezeit zurück nach Ketnua ist, dass ich mich darum kümmern kann. Aber jetzt gucken wir uns erstmal weiter in Herdlied um. Also wir nehmen die Treppe hier durch. Wobei, reden wir nochmal mit Renato. Ich will gern seine Waren sehen. Zeig mir, was du zu verkaufen hast. Renato blickt weg, kratzt sich in den Nacken und tritt auf der Stelle. Ich bin mittellos und habe noch wenig, was ich verkaufen kann. Es ist mir wirklich unangenehm. Wenn ich meine Investition von Alari zurückholen kann, kann ich meinen Vorrat auffüllen. Bis dahin darfst du dir gerne ansehen, was ich noch habe. Ein paar Kräuter, okay. Gut. Also wir wollen hier die Treppe hoch. Nach Altlied werden wir auch nicht kommen. Kriegerin. Alle Stämme hier haben einen Ehrenplatz. Mhm. Hier dürfen wir auch nicht weiter. Ja, wie hatte ich die Erlaubnis? Können wir fragen und wieder zurückgehen. Gut. Schon ein bisschen interessant hier gebaut worden. Die Treppe geht über die Hütte. Oder die Hütte wurde durch die Treppe durchgebaut. Eins von beiden. Nein, Simoks Herd wird dem Ziehkind keine Wärme spenden. Der Schatten des Podest kriecht das Podium entlang. Hüte deine Zunge, Simok ist am Pfad. Ihre Hände haben ihre eigene Stadt in Brand gesteckt und sie nennen uns unzivilisiert. Okay. In die Hütte können wir reingehen. Mal sehen, wen wir hier drin treffen. Lenzi. Kennen wir dich? Builder's Wisdom to you. Willkommen in meinem heilen Estramor. Ich bin Lenzi, Heilerin und Führerin. Was führt dich zu mir?
Dein Singvogel gefällt mir, hat er einen Namen? Ah ja, hat er, sie errötet, aber ich hätte vielleicht nicht die Tochter meiner Freundin einen Namen aussuchen lassen sollen. Der Name ist etwas albern und lang, er heißt Herr Fliedermann Schnabel. Sie verdreht die Augen und lächelt. Meinen nächsten Vogel benenne ich nach einem an meinem Pfad. Erzähl mir etwas über dich. Die Stadtbewohner nennen mich eine weise Frau, gewiss ein Zeichen des Respekts, aber ich fühle mich dadurch alt. Ich bin Kräuterhändlerin und Heilerin. Ich verbringe meine Zeit damit, Kranke zu pflegen, Kinder auf die Welt zu bringen und Arzneien herzustellen. Ich sollte besser gehen.